Ein paar Tage sind vergangen seit der Kriegserklärung. Konferenzraum von Atlaides Schloss. Oder Schloss Atlaide. Hey Emma. Ich glaube, alle sind versammelt. Es ist schön, dass ihr alle rechtzeitig erschienen seid. Entschuldige, Boss. Aber warum hast du uns hierher gebracht? Was habt ihr vor? Ich bin nicht euer Boss. Ich bin die Anführerin dieses Haufens. Wenn wir erfolgreich sein sollen, müssen wir uns vereinen und eine Kette der oder eine Befehlsgewalt hier auf einen Anführer haben zumindest. Natürlicherweise werde ich die Befehle geben. Sexy Doktor gibt Anweisungen, auch nicht schlecht. Wie ihr alle berichtet habt, verfolgen die Dämonen einen hinterhältigen Plan. Ihr ultimatives Ziel ist die Vernichtung der Wächter von Fergalia. Dadurch halt die Welt in Leid zu ertrinken. Ein kalter, kalkulierender Plan. Aber uns zu fürchten, wird uns nirgendwo hinbringen. Das Einzige, oder das, was wir zumindest machen könnten, sind die Soldaten schnell zu organisieren und vorbereitet sein. Das ist wirklich das Einzige. Unter meinem Kommando. Was hast du gesagt? Versteht ihr diese Wichtigkeit dieser vigilante Gruppe? Was das jetzt halt genau heißt und sowas. Aber egal. Dieser Gruppierung. Ich verstehe, wie du auf diesen Schuss gekommen bist. Das Wichtigste im Experimentieren ist das Ergebnis. Nicht wie es gestartet ist oder wie es ausgeführt wird. Das Ergebnis ist alles. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich in der gesamten Sache hineingezogen worden bin. Persönlich finde ich die Idee, uns alle zusammenzutrommeln, recht gut. Okay, hier ist mein Plan. Unsere Hauptstreitmacht wird durch Rudy und seine Anhänger organisiert. Als nächstes benötige ich Captain Bartolomeo und seine Suite mit seiner Sweet Canyon für den Meertransport und als Backup für im Falle eines Kampfes. Zu guter Letzt brauche ich Jane und ihren Butler, die als unabhängige Kampfeinheit nützliche Informationen sammeln. Lasst mich zum nächsten Thema kommen. Wir brauchen einen Plan, um unsere Wächter zu beschützen. Ich habe einen Experten um Hilfe gebeten. Hier ist sie. Hallo Master Antje.
Warum bist du hier? Hallo miteinander. Meister Antje, was ist passiert? Mein Wissen über die Wächter ist massiv. Also wurde ich als speziellen Ratgeber hinzugezogen. Ich fühle mich ein wenig so. Ja. Geehrt. Okay, unser spezieller Ratgeberin wird uns die Richtlinien unseres Plans erläutern. Ja, da die Dämonen offensichtlich von den Wächtern bedroht werden, wie ist das, wenn wir uns mit sogar größeren Wächtern uns verbinden? Größere oder mächtigere Wächter? Ja, in der Tat. Vielleicht einer der höchsten dieser Wächter besitzt die Kraft der Gedankenkontrolle. Durch die Befreiung des Guardian Lords werden wir diejenigen ausstoßen, die versuchen uns zu invasieren. An welchem Tempel wurde der Guardian Lord verehrt? Der Guardian Lord wurde in einen alten Tempel weit weg von dem vom Meer verehrt. Sehr weit weg von Adlerheide. Der Tempel ist der Fallen Sanctuary. Menschen sind dort seit Jahren nicht mehr gewesen. Wollt ihr damit sagen, dass wir nicht dorthin gelangen können, indem wir durch das Innenmeer segeln? Wie gedenkt ihr dann dorthin zu kommen? Das ist euer Job, einen Weg dorthin zu finden. Ich wusste es, so viel zu dem Plan. Wie auch immer, was ist euer Job, Leader oder Anführerin? Meine? Ich werde etwas tun, wozu nur ich in der Lage bin. Rudy, könntest du mir die Walpurgisnacht geben? Ja, das ist sie. Das beinhaltet all meine Jugend. Das ist mein Leben. Irgendwas Interessantes da drin? Alles da drin ist interessant. Das Meer der Winde, welches aufzeigt, wie man fliegt. Mein Job ist, dieses Buch zu studieren, Experimente durchzuführen und eine Flugmaschine entwickeln. Oho, das ist ein ziemlich hochgestecktes Ziel. Ist nicht eine direkte 1:1-Übersetzung, ich weiß. Es
klingt sogar ziemlich gewagt. Ich werde meine Finger gekreuzt halten. Oder die Daumen drücken. Okay, alle mal ran an die Arbeit. Wir haben nicht viel Zeit left. Zeit übrig. Los geht's. Wir haben die Träne zurückerobert. Damit ist deine Reise mit uns vorbei, Prinzessin. Hä, das ist nicht nett. Aber deine Rache. Sie ist das nicht, oder? Du hast das vor dieser Reise mir erzählt. Punkt, die dreifache Ausführung. Ich verstehe. Unsere Reise ist beendet. Da ich die Tränen wieder habe, ist die Reise der Prinzessin vorbei. Aber meine Reise ist noch nicht beendet. Während unserer Reise sind tausende von Gedanken mir durch den Kopf geschossen. Und ich habe eines realisiert. Pegaia muss gerettet werden. Und ich werde mich daran beteiligen. Rudy, ich möchte auch kämpfen. Ich möchte diese Reise mit dir weiter fortführen. Bitte, nimm mich mit. Ich könnte ihr tatsächlich sagen, dass sie als Noble mein Herz ist erfüllt mit dem Wunsch für Gaia oder die Welt zu retten. Lustig wäre es ja wirklich, wenn man halt irgendwann das halt machen könnte, aber ich glaube nicht, dass das halt geht. Ich glaube, im Final Fantasy IX war das so gewesen, dass irgendwann halt jemand dann dazugekommen ist und gesagt hat, von wegen, ja, willst du mich eigentlich verarschen? Ja, okay. Danke. Vielen Dank, dass du mich mit euch gehen lässt. So viel zur Prinzessin. Wie auch immer. Wir stehen das durch dick und dünn. Okay? Ja, durch dick und dünn. Es wäre wirklich so närrisch, den Guardian Lord im Fallen Sanctuary zu suchen, ohne die Shrine Maiden, Schreinjungfer in unserem Team. Lasst uns Informationen von der Stadt und dem Schloss zusammentrommeln. Und auch von anderen Städten und Dörfern. Wir können jede einzelne Information über die Fern Sanctuary gebrauchen. So. Vielleicht kriegen wir ja auch nochmal die Gelegenheit. Wobei, ich glaube nicht.
Vielleicht kriegen wir ja nochmal die Gelegenheit, zu der einen oder anderen Stadt nämlich noch zu kommen. Weil es gibt tatsächlich eine Migrants hier, den ich auf jeden Fall schon mal vergessen habe. Also ich hätte jetzt eigentlich Stufe 8 schon. Was ich übrigens auch schon mal dazu sagen kann, ist halt, warte, ist das ein Modell von einer Bar? Mit dem Barmodell und 2000 Geller kann ich die Bar komplett restaurieren. Wie wär's? Okay. Belass das nur mir. Ich werde einen besseren Job als alle anderen machen. Jojo, mach das mal. Wir haben hier übrigens auch den Shop und ich muss auch dazu sagen, ich habe leider den Text halt geskippt, den er hier sagt. Und zwar, er sagt nur halt so viel wie, oh, das sind ja die Leute, die halt meinen schönen Shop halt reparieren haben und bla bla bla. Und hier gibt's halt sowas wie, ja, Raybreak und Darkbreak, die ich halt entsprechend hätte nutzen können. Aber die sind ein bisschen teuer, muss ich sagen. HP up einmal, Defense up und sowas. Und hier habe ich auch den Olive Branch halt auch geholt, der Helpless halt entsprechend negiert. Um 10%, glaube ich. Aber das soll, ich meine, das brauchte ich jetzt nicht zwingend, aber es ist halt wirklich richtig nützlich gewesen. Und ich habe halt die, Dingsbums halt abgegeben. Monster und starke Wellen haben die meisten Städte Dings erreicht. Es gibt jedoch eine zivilisierte Insel weit im Süden. Es gibt einen Mann namens Peguchi, der über diese Insel regiert. Ich würde nicht in seine Nähe geraten, wenn ich hier wäre. Die Sachen verändern sich so schnell in dieser Stadt, selbst wenn du nur eine Sekunde lang wegbleibst. Es wäre eine gute Idee, wenn ihr eine Weile hier bleiben würdet und dann erst eure Reise fortfahrt. Der erzählt aber nur, ja, es gibt einige Items wie dieser Item Scope. Bin ich allerdings halt am überlegen, ist die Bar jetzt schon repariert? Nicht, was die Bar jetzt sein soll. Aber egal. Auf jeden Fall müssen wir weit in den Süden.
das heißt, wir gehen auf Windy Sweet Candy. Stimmt. Guardian Tempel, Mount Zenon. Das sind die Dungeons. Timney, Chip Graveyard, Rosetta, ja, dann müssen wir da nämlich halt in den Dungeon rein. Das Geld. Okay. Ich würde aber auch sagen, ich guck vielleicht mich so ein bisschen halt um. Und würde damit sagen, ich beende auf jeden Fall den Part und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Gottes Verstehen, mein Let's Play.